Ah, Mann, ey, du schaffst das. Spannend. Okay, Leute, ihr seid alle da. Das ist schön. Krass, dass es keinen Zwischenspeicher gibt. Nö, das musst du alles schaffen. Leute, wir sind auf die Hälfte runter, aber... Ja, der zweite Boss und der dritte... Ich hätte den beinahe geschafft, ey. Oh, ey, das ist echt mies. So, hier nochmal schön aufpassen jetzt. Zum dritten Mal. Jetzt geht's ab, Mann. Doch, ich habe ihn getroffen, ich wurde trotzdem getroffen. Oh, ist das fies, ey. Mit seinem dummen Stock. Oh Mann, come on. Geil. Ich treffe noch. Ey, da kannst du echt nicht mehr rüberspringen, denn ey. Langsam ein bisschen ätzend. Mann, ich drück da nach oben. Ich drück nach oben, um zu schießen. Es klappt nicht. Da spreche ich auch lieber. Ich muss ihn erstmal wieder mit so einem Ding treffen. Ich trau mich auch nicht aufzuspringen, wenn er so runterkommt. Der holt, er heilt, der heilt sich zu schnell. Shit! Was man so ja nicht wieder auffangen kann, ey. Shit! Mehr bringt der nicht, oder was? Okay, er hört auf mit der Phase, das ist schön. Boah, zwei Stück. Shit. Er hat noch eine Biene, hat er noch. Also muss ich noch zweimal treffen, weil er hat auch so ein Schutzschild, ey. So. Na, da kommt der letzte Abschnitt, Leute. Und der ging... Yes! Ist gleich hier, Stinkies! Haha, Mann, ey! So, 19 Treffer. Hatte ich so viel auch beim letzten Mal? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. So. Ganz vorsichtig jetzt, ne? Weil das sind ja jetzt bloß so. Also mit mehr Abstand, sage ich mal. Ne, dass man hier mehr Abstand hat. Und ich habe auch so einen Fehler gemacht, genau. Kann nicht wahr sein. Genau, die Dinge war richtig fies. Das habe ich erst falsch. Ey, ich bin einfach. Wie wurde ich getroffen? Voll ganz komisch gelaggt. Badium.
So, diesmal auch hier nicht getroffen. Alles einfach nur geil. Wow. Kommt schon, ich muss es einfach nur schaffen. Dann bin ich cool. Oh, der voll fies. Ich hab grad voll den... Das war jetzt gerade gemein. Voll den Boost bekommen von der Platte da. Hat mein Momentum versaut. Aber sowas von richtig. Yeah. Dann muss ich jetzt warten auf das Ding, bis er da runterkommt. Shit! Didüm. Ah ja, jetzt das Ding hier. Was ja eigentlich voll geil ist, das finde ich richtig cool. Sagt er und verkackt. Fast. Oh, das kann nicht wahr sein. Richtig schlechtes Pattern hier erwischt jetzt. Scheiß Frosch. 12 Treffer noch. Leute, wir sind auf ein Viertel runter wieder. Auf ein Viertel wieder runter. Der Kampf beginnt hinter dieser Tür. Komm, jetzt schaffen wir es aber, oder? Wir haben jetzt mit... Davor hatte ich bloß nur 6 Treffer oder sowas, ne? Richtig tense. Auf ein gutes... Auf das es ein gutes Ende gibt. Hoffen wir mal auch. Er hat ja an sich keine neuen Tricks, tatsächlich, ne? Bloß, dass jetzt der Boden sich noch mitbewegt, aber das ging eigentlich. Ja, die ist so dumm mit dem einen letzten Treffer, ey. So dumm. Ich bin jetzt aber hier voll hyped. Jetzt komm mal her, ich schaff das. So. Im Thronsaal mit der beweglichen Platte. Letzte Warnung. Ich bin nicht nett zu euch. Alter. Cool! Ah ja, okay, das ist jetzt auch an sich ein richtig schön easy, ne? Jetzt macht er wieder den Stomper und dann kann ich erstmal eine reinballern. So! Wie viele Bienen der echt hat. Na, lieber nicht. Jetzt bin ich noch mit neuen Checkmarks hier. Yeah. Schon. So. Seine Bienenarmee fällt. Dinosaurier, die ausgesterben, die das Aussterben verpennt haben.
Ist schon klar, Mann, yay! Yeah. Wumms! Er führt aus! Yeah! Ich hab noch 10 Treffer. Yeah! Ausgewichen. Kommt schon, Mann. Capital BA und die Fanny. Wir müssen danach noch fliehen, ne? Nur mal so als Info. Ups. Oh! Er hat noch 3, ey, shit. Ach, jetzt kommt da der Mist. Shit! Also ich kann entweder, dass es ihn selber trifft, oder... Oder einfach verkacken, bitte doch. Oh, ich hab ihn getroffen. Yeah! Er hat noch eine. Jetzt ist er wieder im Defense-Mode. Shit. Brauch keine Bienen, Mann. So, da hab ich das verkackt, ey. Hab noch viel mehr Treffer als vorher. Sehr schön. Verteidigung wird aktiviert, Mann. So, er hat noch 2 Treffer. Halt eine Biene und dann noch 1 Treffer. Erwischt! Flieg in die Mitte! Yeah! Oh! Wir haben den Bienenstock verstanden. Dann machen wir mal ein Bienentänzchen, Lady. Oh, er bewegt sich von alleine. Kommt, kommt! Legt den Bienenstock verstanden weg! Leute, ich... Guck mal, ich steuere jetzt ihn. Wir haben es geschafft. Und jetzt soll ich ihn bestimmt... Ja, aber er ist ja eine Biene, ne? Bienenverstand, jetzt kann ich ihn... Oh mein Gott. Ja! Yeah! Oh, Miss Lexia, ich bin außer Gefecht. Lass Yuka und Lady nicht entkommen, Mann. Selbstzerstörungssequenz Z. Ne, Sequenz wird aktiviert. Wir bleiben 120 Sekunden zum Fliehen. Letzter Akt ist aber an sich eher so ein bisschen im Scherz gemeint. Man kann es aber doch trotzdem verkacken. Weil wir haben es geschafft. Jetzt muss man abhauen. Dann können wir jubeln. 2 Minuten abhauen. Okay, let's go. Nimm die Beine in die Hand. Wow! Oh, shit! Das meine ich damit, dass es halt ein bisschen eher spaßig gemeint ist. Man kann immer noch verkacken, ey. Also ich habe noch 8 Treffer. Das sollte also eigentlich... Eigentlich sollte das ein Klack sein. Oh shit, ich hätte nach oben gemusst. Okay, ist egal. Wir haben noch eine Minute. Oben wäre schneller gegangen, glaube ich, ne? Egal. Wo ist denn deine Ziel jetzt, Mann? Stock gewonnen, Alter! Plan B endet. Die letzten Errungenschaften, alles freigespielt. Wir haben es geschafft! Wir haben es echt geschafft. Wow! Wir haben es geschafft! Danke für die Rettung! Ah, nicht der Rede wert. Trouser hat
100 Millionen Fehlern zu 1 gewettet, dass ihr Capital B tatsächlich besiegt. Aber ich wusste, dass ihr nicht verlieren würdet. Dieser verdammte... Der Betrüger! Schnell, bevor er erfährt, dass wir gewonnen haben, setzt die Federn, die wir gesammelt haben, auf unseren Sieg! Aber das ist doch nur ein Geld. Das ist doch nur Geld. Ihr beiden habt das königliche Stachelreich gerettet. Ihr seid Helden. Da fehlt noch ein Achievement. Ja, Connect, das habe ich aber schon erwähnt, warum wir das nicht machen. Aber an sich, die normalen Achievements haben wir alle. Das können wir uns gerne nochmal gleich angucken. Weil da haben wir beim letzten Mal haben wir gesehen, dass bloß noch 2 gefehlt haben und die beiden habe ich gerade bekommen. Voll cool. Ja, ein bisschen aufräumen müssen wir noch. Aber Capital B und sein furchtbaren Bienenstockverstand sind keine Gefahr mehr. Endlich können meine treuen Untertanen und ich unsere Heimatwelt wieder aufbauen. Wenn ihr Hilfe braucht, ihr könnt jederzeit auf uns zählen. Oh nein, schnell, alle! Was ist los? Meine Sirene fängt an. Wir verpassen den Anfang. Das ist das Beste an der ganzen Folge. Wenn ihr so beschäftigt seid, ich nehme alle diese Kapitel mit und bringe mein Königreich wieder in Ordnung. Ja, mach's gut. Es war sehr berührend und so weiter. Layli, Queen Fubi, wenn du Hilfe brauchst, ruf uns einfach in so einer halben Stunde, okay, Layli? Sagen wir in einer Stunde. Ich will die Folge aufnehmen, gleich nochmal angucken und dann online fiese Kommentare posten. Einverstanden. Ich gehe dann mal. Yuka, Layli, vielen Dank für alles. Wenn mein Bruder wieder einmal so etwas probiert, sagt nur Bescheid. Dann melde ich ihn bei meinen Kollegen bei Wile. Ihr Bruder? Leute, was für ein Wewheel. Ihr wisst schon, ne? Das ist die Schwester von ihm die ganze Zeit gewesen. Und sie ist bei Wile. Die Organisation Wile kennt man ja noch aus dem ersten Teil, ne? Wo er da irgendwie angerufen hat und so. Ey, das ist ja fies, wa? Was für ein Plot-Twist, Mann. Hä? Hä, dein Bruder? Und die Organisation Wile? Bruder, Wile, what the fuck? What? Leute, das war's. Wir haben's durchgespielt. Oh, yeah! Ah, ich freue mich. Das ist schön. Es hat jetzt 5 Versuche gebraucht, ne? 5 Versuche, glaube ich. Also eigentlich nur 4. Inklusive halt... Nee, warte mal. Nee, 4 Versuche. Ganz am Anfang des Spiels, dann einmal am Ende des letzten Streams. Und jetzt hat es gleich beim zweiten Mal geklappt. Also 4 Versuche, ne? Gut gemacht, Marcel. GG, voll gut, Mann. Geschafft! Dankeschön, Leute. Dankeschön. Dankeschön. Ah, Leute, mein Fazit zu dem Spiel. Also, ich habe es ja schon ein bisschen erzählt das Fazit in der letzten Streamaufzeichnung. Also, ich muss sagen, es ist ein sehr schönes Spiel, dafür, dass es von Indie-Entwicklern ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob dieses Genre besser zu Yuka und Layli passt. Weil irgendwie haben beide Spiele auf ihre Art und Weise sehr viel Spaß gemacht. Man muss auch sagen, die Steuerung ist sehr, sehr gut. Hat super funktioniert, die Steuerung. Bloß manchmal... Also es wurde mir nochmal bewusst hier, vor allem bei den engen Sprüngen hier und sowas jetzt im unmöglichen Versteck. Ja, da habe ich nochmal gemerkt, die Steuerung ist schon okay. Ja, bloß manchmal sind die Hitboxen ein bisschen sehr merkwürdig. Wir haben es alles gesehen. Es gibt mitunter auch Bugs, die sehr komisch waren. Wer das Display gesehen hat, weiß, ne? Wir sind mal im Nichts runtergefallen, nachdem ein Checkpoint sich geladen hat. Oder wir sind mal einfach so gestorben, weil irgendwie das Bild sich so bewegt hat. Tot. So, ja. Aber an sich, die Overworld hat sehr viel Spaß gemacht zu erkunden. Es ist eine schöne Overworld gewesen. Die Musik war top. Also war eine sehr schöne Musik immer bei den Leveln. Hat super Spaß gemacht. Die Levelmechaniken waren auch... Ich fand die auch alle super. Also alles im anderen ein schönes Spiel. Ne, man merkt, dass es für Indie-Entwickler ist. Oder von Indie-Entwicklern ist. Ich weiß nicht, ob das ein Trugschluss oder so ist, ob ich mich da irgendwie ein bisschen täusche oder so. Ich finde, man merkt das aber ein bisschen. Ein bisschen schon. Aber trotz allem, ich fand das Spiel sehr, sehr gut. Genau, Papiergeldband oder mal. Also ich finde auch, das Spiel ist sehr hübsch. Ja? Bedenkt, dass wir die Switch-Version spielen. Die wird grafisch ein bisschen, so die Schärfe, Texturschärfe, die wird wieder ein bisschen abgemindert sein. Aber ich fand trotzdem, dass es sehr, sehr hübsch aussah. Halt einfach passend. Schönes Spiel gewesen, schönes Erlebnis. Leute, was sagt ihr denn zu dem Game? Ich guck gleich nochmal, ich lade nochmal gleich den Spielstand, um zu gucken, weil wir müssten wirklich alles haben. Wir haben wirklich alles, ja, was normal ist. Warum wir das letzte Tunika nicht holen, habe ich erzählt. Guck mal hier.
Alter, 1 von 4. 4 Versuche habe ich gebraucht. Hier nochmal die Übersicht. Es fehlt ein Tonikum. Ihr wisst warum, das habe ich zur Genüge schon erklärt. Dankeschön, Ria, für deinen Resub. Dankeschön. Fast 2 Jahre. Vielen, vielen Dank. Ja, ja, ja. Und das letzte Tonikum, wie man das bekommt. Ja, kurz gesagt, das, was ihr gerade gesehen habt, muss man ohne Bienen schaffen. Ist klar. Warum ich das nicht mache, habe ich auch erzählt. Kurz gesagt, ich habe keine Zeit dafür. Weil das Level muss man dann grinden. Habt ihr ja gesehen. So. Aber alles in allem ein schönes Spiel. Bin sehr froh, dass ich es Let's Played habe. Und auch ja quasi halt, ne? Es waren 100%. Ich guck gleich nochmal. Allein die Mucke ist doch schon geil. Ja. So, wir gehen ganz nochmal kurz rein in die Datei. So. Ihr seht, das ist, wir haben 20 Stunden gebraucht. Das ist kein kompletter Spielstand. Er wäre komplett, man hat dann halt noch halt das letzte Tonikum und man kriegt sogar ein Abzeichen. Es wäre ein Abzeichen neben der Spieldatei. Also neben den ganzen gesammelten Dingern ist dann einfach, glaube ich, so ein goldenes Capital B-Abzeichen. Was auch nur sagt von wegen, ey, du hast das Spiel in einem neuen Speicherstand beim ersten Mal geschafft. Dann gibt es sogar halt noch eine End-Credit-Szene, habe ich aber das schon mal erwähnt. Eine alternative Endszene gibt es auch noch, die auch sehr lustig ist, weil dann ist das quasi alles nicht passiert. Kann ich dir mal kurz erzählen, weil wir werden sie da nicht zu sehen bekommen, es tut mir leid. Müsst ihr selber recherchieren, ja. Weil die Szene ist halt einfach, dass Layli quasi die ganze Zeit nur ein Buch gelesen hat von wegen, ja, Yuka, stell dir vor, wir haben ein Abenteuer erlebt mit der im Bienenkönigreich. Und es hat sich herausgestellt, dass die Bienenkönigin die Schwester von KBDB ist und so, voll cool, wa? Und Yuka nur so, hä, was laberst du? Und jetzt seien sie jetzt kurz. Und sind nicht einfach so ein nettes alternatives Ende. Wenn man es einfach beim ersten Mal schafft, ey, wer macht denn sowas? Ja, wer das schafft, Respekt. Wer die Zeit dafür aufwenden möchte, das halt echt zu grinden, den unmöglichen One, ja, den halt nur ganz wenig schaffen, viel Spaß. Ja, Respekt, wenn ihr das schafft, aber ich habe dafür, ja, keine Motivation und auch echt überhaupt nicht die Zeit dazu. So, ich möchte jetzt mal gucken, wir müssten alle Achievements haben. Das könnt ihr mir vorstellen, weil es sah damals schon so aus, als wäre da noch Platz für ein weiteres Achievement, was aber, glaube ich, jetzt hier unsichtbar ist, ja. Damit es halt nicht so doof rüberkommt. So, ganz schnell mal gucken. Passiert noch irgendwas? Natürlich nicht! So, sie bündelt jetzt hier 100% oder was? 40 Bienen verloren. Abgeschossen, 100%. Okay, gut. So. Und auch halt hier, ne? Habe ich beim letzten Mal auch erzählt. Hier in diesem lilanen, freien Bereich würde ansonsten auch 100% richtig stehen. Hier jetzt nicht, ist so. Wir haben aber alle Bienen. Wo ich jetzt auch nicht weiß, ob ich irgendwie nochmal alle Bienen durchgehen will, weil da sind ja irgendwie lustige Sachen. Weiß ich jetzt nicht, ne? Mann, die haben sich da eigentlich Witze für ausgedacht, ne? Hat über Social Media einen Platz im Bientalion gewonnen. Richtig dumm! Hat über Social Media einen Platz... Achso, okay, die sind auch doppelt. Okay. Okay, oder sind die auch doppelt? Naja. Und auch lustige Sachen. Hier, wir haben alle Tunikas und auch den echten Tunika-Platz. Ja, bis auf eine ist nicht so schlimm. Aber hier halt ganz wichtig, alle Achievements. Alle Achievements, ist das schön. Siege Capital B am Ende dieses Games. Ihr könnt mir vorstellen, dass hier noch nur irgendwie ein Unsichtbarer ist. Wenn du wirklich 100% hast oder sowas. Könnte sein. Nadine, dankeschön für deinen Resub, Stufe 2 sogar. Dankeschön, Nadine und Hallöchen. So. Leute, was soll ich sagen? Das war's. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Damit ist Yooka-Laylee abgeschlossen. Ach ja, oh, ich bin irgendwie noch ganz außer Atem, aber okay. Leute, wer Interesse hat, kann sich sehr gerne den ersten Teil anschauen, aber auch auf meinem Kanal, auch die Switch-Version, ne? Und ja, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, schönes Spiel, hat Spaß gemacht. Bloß spart euch vielleicht 100%. Ist vielleicht nicht so der Rede wert, ne? Deswegen, aber, naja. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Live-Let's Play. Was auch immer das sein wird. Euer Lustig-Link verabschiedet sich. Ciao, ciao!